Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Thimbleweed Park. Gut, wir haben jetzt mittlerweile schon Teil 6 erreicht und müssen irgendwie in die Fabrik rein. Das Vortor haben wir schon mal geöffnet, aber die Haupttore selber sind noch verschlossen. Und dann wollte ich mal eine Runde mit Willy reden. Gucken, ob der mit unserer Uhr helfen kann. I'm innocent. If you didn't do it, a jury will find you not guilty. I heard you used to have a watch repair shop. Can you fix this watch? Why should I? Considering I'm only locked up because of you. If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Well, let me see it. Well, that's a strange looking watch. But sure, I can fix it. But do you think I can fix it with my teeth? Come back when you have some proper tools. And turn off that awful noise. Play me some theremin music. Alles klar, dann müssen wir halt gucken, dass wir an das Radio irgendwie rankommen, beziehungsweise an die Radiostation. So, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Gucken, dass wir irgendwo Werkzeug herkriegen. So, hallo sexy Riker. Du kannst uns doch bestimmt hier helfen. Teeny tiny spaceships in bottles. Süß. Mach Bock. Pew, pew, pew. Starships in bottles. Handmade. How do you make the starships so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. Can I mind your stand while you get me your tools? You'd need to know a lot about Star Trek to be able to man my booth. Did you know that on impulse drive, it would take 400,000 years for the Enterprise to cross the galaxy? Or that the Galaxy-class Enterprise is 353.5 meters longer than the Constitution-class Enterprise? So you see, it's perfectly obvious that I can't possibly leave my stand to an ignoramus like you. But if you got me dinner, then maybe I could do something for you. What do you want in exchange for your tools? Well, I'm really craving a hamburger. How about a hot dog? No, definitely not. A hamburger is what I need. Get me a hamburger and I'll see what I can do for you. How much do your starships cost? More than someone in your pay bracket can afford. But today we're doing a special deal. If you can answer me this one question, you will get a free starship in a bottle. What is the question I need to answer to get a free starship? Warning! You only have one chance to get this right. Which is the best science fiction show ever made? Ja, jetzt ist es schwierig, aber gut. Bei ihm ist es ja doch relativ einfach herauszufinden, was er an welche er da denkt. Uti, die Raumschiff Enterprise Serie. Kampfstern der Galactica. Star Trek. Congratulations! You've won a replica of the starship Isabella. Bye. You will not find better starships in a bottle than these. Schön. So, was haben wir hier eigentlich? Ah, Corey. Nochmal Corey. He's Corey! And he's Corey! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the lookalike contest. Yeah, so get out of here. Good one, Corey. For a moment, I thought you were Ransom the Clown. Na gut, ich glaube, ihr habt noch zu tun. Dann nehme ich mir noch schnell das Staubkorn hier mit. Hier. Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Nothing's happening until they get enough contestants for the Ransom Lookalike Contest. Ja, wir können doch rein. Technische Knöpfe, sehr gut. It's turned on. Sehr gut, dann haut mal rein.
Hey. It's turned on. Sich ja richtig gelohnt hier. Na gut, er will einen Hamburger. Wir haben jetzt schon die ganzen Burger weggegessen. Das heißt, wir können jetzt einfach mal rüber. Und hoffentlich diesmal erfolgreich einen Hamburger bestellen. What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? I'm ready for that hamburger. All right, honey. Now that you helped us move those hot dogs, you can have a hamburger. Dave, burn one, take it through the garden and pin a rose on it. Ready. Been saving one here in the grill pocket just in case. Here you go, hon. Doesn't look as bad as the hot dog, but looks can be deceiving. Okay, so, Raumschiff in der Flasche haben wir auf jeden Fall. Dann geht's wieder ab zurück. Ich hoffe mal, der ist dann noch schön warm, wenn wir ihn jetzt abgeben. Mein Lieber, ich hab hier was für dich. Lass es dir. Ich glaube, schmecken eher nicht so. Thanks, that's exactly what I wanted. Delicious. I have to go to my room. Dann, He is. Schnell hinterher. So. 3, 4. Shut up in there! Hoverboards will be mainstream by 2017. 9, 10, 11, 12. Okay, also. Shut up in there! They will never be able to improve on the VHS format. Natürlich nicht. Geh rein, bitte. So, ab zu Nummer 12. Und dann schauen wir, welche Tür er hat oder welchen Raum. Okay, direkt hier. Where did all the orange bits come from? I have not had a carrot in years. Ja. Ugh. So, Franklin, dich brauchen wir auch gerade mal noch. The elevator isn't on this floor. Dann ändern wir das doch mal. Kannst du eigentlich schon mal hoch? Der ist immer noch da drin. Sounds like someone's being sick in there. I don't want to see that. Oh. Klingt doch ganz, ganz toll. Not again. Oh, that's better. Now to get back to work. Okay, mach's gut. So, jetzt können wir halt zumindest mal mit Kinder rein. So, da wären die Juwelierwerkzeuge. Die Frage ist, wie kriegen wir... Ach, genau. So, geht das? So kriegen wir die auf. Na dann. Schön. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt brauchen wir halt noch... jetzt brauchen wir halt noch die Sache mit den... Dings, mit der... dem Ransom Lookalike. Das brauchen wir, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, kriegen wir da nämlich eine Schallplatte. Mit Thurman Music. Bleiben wir mal gerade unten nach. Was es dann so an Preisen zu gewinnen gibt. Oder wir schauen mal nach, was es an Preisen zu gewinnen gibt. Dup, 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 dup.
Preis. Apparently you can win big prizes in the Ransom Lookalike Contest. The actual prizes are listed here in the fine print. Okay. Sind die hier irgendwo? Ich glaube nicht. Na, andererseits, wir können auch hier mit den ganzen Leuten mal reden. Hier, Ron Gilbert. Hey. Not sure what I'd talk to them about. I can't imagine why I would want to talk to him. Aber wir müssen halt echt mit Dolores hier hin, oder? Du hast ja hier die ganzen Nerd-Sachen. Bunkert. Warte mal, bevor du... Gib mir mal den radioaktiven Müll hier rein. Better not contaminate the water while someone's watching. Ja. Verzieh dich mal. Better not contaminate the water while someone's watching. So. Wir sehen, der Typ da ist da durchgelaufen. Und wenn wir das Wasser ein bisschen verstrahlen, haben wir wunderschöne Fußspuren, denen wir folgen können. Ich weiß nicht, ob das zeitlich begrenzt ist, deswegen, sonst können wir ja nachher nochmal nachfüllen. Genug radioaktiver Schleim ist ja da. Hi, anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. How much are the hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you. It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Good testers are hard to find. But worth every penny. Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? A bunch of adventure game red herrings? Sorry, that's not worth trading for a Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide. Bye! Ja, wir haben doch noch eine Ausgabe von Ransom dem Clown. Eine, die Erstauflage. Pew, pew, pew! Ja. Dann gib die doch mal gerade ab. Quiesche Schüchen, auf geht's. Schön. You take this for a while. Auch wieder fast Familientreffen, ne? Also Familientreffen, treffen. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? A first edition Ransom comic book? Wow. A first edition Ransom the Clown comic? After his total meltdown, that's become a collector's item. I'll trade you the priceless Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide for it. Thanks. Sehr gut. Ja, und dafür brauchen wir halt die rote Folie. Obwohl, man kann es auch so einigermaßen lesen. Ja, die haben wir glücklicherweise auch noch mitgenommen. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. Ja, dann fragen wir da halt nochmal nach. I have a level 7 wizard. Doug's a good D&D DM. Okay. I've read all these comics. Okay. I love Star Trek. I want to live on the Enterprise. Okay. Goodbye. So, was wär's mit dir? It's a character from the upcoming adventure game called Robot Island. Okay. Sehr schön. Just like the ones in my old bedroom. Ja. He's got a rare South African soccer player that I don't have. Vielleicht können wir das ja irgendwie gegen ein Tippsbuch eintauschen oder gegen ein T-Shirt. I'm trying not to be convinced into buying any more figurines. Looks like Marvin's cousin, Gary.
So, was hast du jetzt zu Riker zu sagen? Starships in bottles, handmade. Hope you feel better soon. Thanks. You will not find better starships in a bottle than these. Mhm. Spock, wie sieht's mit dir aus? I feel like this Spock cosplayer is ahead of our time. Pew, pew, pew. Okay, dann, jetzt ist auch Gary Winnick da. Hören das hier mal ein bisschen durchzuwechseln. Ugh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Aw. He's Corey! And he's Corey! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the lookalike contest! Yeah, so? Get out of here! Good one, Corey! For a moment, I thought you were Ransom the Clown! Na gut, ihr scheint also nichts Neues zu haben. Dann würde ich einfach mal sagen... Ransom? Ab zum Zirkus. Wir müssen dich jetzt für den Lookalike-Wettbewerb fertig machen. So. So, I don't like to make my bed. Who the f*** cares? Warte mal, das Witzebuch? Wo ist das Witzebuch abgeblieben? Hatten wir das nicht schon? Das war hinter dem Safe, genau. My circus poster featured the amazing Ransom the Clown. Also eben Safe. Come back here. Hey! Stop! Damn broken window. Ah, toll. So, genau. Find die Seite aus dem Witzebuch und 16 Staubkörner fehlen noch. Alles klar, so. Das war jetzt hier nämlich so eine Sache. That's too far to jump from here. Okay, so weit springst du nicht. Irgendwie musst du halt von oben auf dieses Trampolin springen. Na gut, wir könnten allerdings, ich glaube, wir könnten das bewegen, oder? Ja. That's as far to the left I can move it. Okay. I'll have to push it to move it to the right. Dann versuchen wir das mal. You! I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Brauchst du dann, yeah. Agent Ray fängt dich bestimmt gerne auf. It pains me greatly, but the clown's right. I can't enter private property without a warrant. Achso, du kannst tatsächlich dann nicht da drauf, dann musst du Loris, glaube ich, hin. Nein, nicht ins Hotel. Zirkus, bitte. So, ich bin da, mein Guter. Dann mach mal. Sehr gut. Hast du fein gemacht, Herr Clown. So, wie gesagt, das war doch ein relativ übles Rätsel damals. Aber wir haben es hingekriegt. Allerdings wusste ich jetzt auch, was zu tun ist. So. It's a page from my joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap.
So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich geschafft. Wir haben das alte Ransom-Poster. Ich weiß nicht, ob wir das noch großartig brauchen. Aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Na gut. Gehen wir uns zum Hotel. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, ob wir einen Ransom-Lookalike-Contest gewinnen können als Ransom der Clown. Da war das Charlie Chaplin, der mal bei einem Charlie Chaplin Lookalike Contest den, weiß nicht, zweiten oder dritten Platz gemacht hat und halt nicht den ersten. Pew, pew, pew. Aber ja, das passiert nun mal auch als Ron Gilbert sogar da. I have nothing to say to a game nerd. Genau. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob das klappt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.